noch dein Magenrichtung. Jo, was geht ab? Na. Wir sind in Berlin. Home City. Heimspiel. Heimspiel für mich. Ich bin jetzt da. Der Block kann jetzt beginnen. Let's go. Hallo. Ja, Alex, das ist richtig. Gut. Hallo. Morgen bist du gekommen. Hey, und dann hat man hier so einen Geist. Ja, du wirst aber auch immer krank vor Kolumbien, ne? Ich bin ja auch nicht krank. Ich war einfach ein bisschen erschöpft. Magen erschöpft. Wie geht's dir denn jetzt? Gut geht's mir. Ein bisschen durch den Wind halt, ne? Ich sag mal so, by the way, it's in the way. Mir geht's aber sonst ganz gut. Das ist auch schön. Jo. Ja, neuer nein. Tag, neuer Tourblock. Ich mach wieder den Tourblock. Na sicher. Dankeschön. Ich habe jetzt eine sehr besondere Frage für dich. Ja oder nein? Ja, klar. Dann muss ich mal die Kamera halten. Oha. Du musst deine Augen zumachen und A machen. Es ist nur was zu essen, aber nichts Ekliges. Okay, soll ich die selber halten? Nur, nein. Ja, okay, mach. Aber oder willst du die Augen halten? Zu, nicht schummeln und A machen. Was ist das? Das ist sauer. Warheads. Okay, und jetzt ziehen wir los und verteilen die. Ja. Lemonheads, die sind noch saurer, als was ich dir gegeben habe. Warheads. Mhm. Dann habe ich hier sowas, hier steht Slabs. Das kann man eigentlich essen, aber wenn einer ja sagt, dann gebe ich hier ein Slab. Hier steht jetzt Slabs. Finde ich gut. Dann haben wir hier sehr, sehr scharfe Takis. Die sind schärfer als die normalen Takis. Mhm. Und als letztes haben wir hier sowas, da muss man reinbeißen und dann kommt eine Jellyflüssigkeit raus. Jetzt muss ich überlegen, womit ich Max pranke. Oh, ein großer. Komm jetzt. Let's go. Ja oder nein? Soll ich ja oder nein sagen? Ja, das muss ich sagen eigentlich. Nein. Ja. Okay, mach deine Augen zu. Öffne deinen Mund, das ist nur was zu essen. Sicher, ja? Ja, sicher. Sicher? Sicher. Was machen wir, wenn es nicht so ist? Keine Ahnung, aber es ist was zu essen. Christoph, kannst du ja auch sagen. Mhm. Ist doch was zu essen? Ja. Da, er hat auch. Okay, mehr, größer, Max. Mehr. Mehr. Ja. Genau. So ein scharfes Ding, ne? Wen wollen? Ace halt, slappen. Slap? Okay. Ist gut. Ich glaube, der ist rechts, ne? Ja. Ah, siehste. Ah. Ja oder nein? Ja oder nein? Du musst jetzt mal den Mund aufmachen. Nein, du musst auch. Was passiert hier? Ja, das ist Karma. Wo ist die Mülltonne? Was ist denn das hier? Weiter. Zebra-Reh oder was? Weiter. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Alter, der ist es. Alter, Siedel der Krieger. Alter, der Star. Bist du der Echte? Du bist der Star. Alter, Junge. Alter, du bist doch kein Rapper, oder? Nee, aber das ist der Star. Na, wie geht's? Selbst? Ich bin sehr aufgeregt. Ja? Warum? Nein, ich hasse überall Shows, wo ich zu Hause bin. Oh, schön gesagt, ne? Weil dann ist man immer viel aufgeregter und so ganz nervös und man will alles noch dreifach perfekt haben. Und es kommen ganz viele Freunde und Familie und man ist einfach richtig krass nervös. So. Ja, deswegen bin ich sehr nervös, vor allem vor Delirium. Das müssen wir jetzt hast auch mal das noch gehört? Nee. Stark. Hey, ist halt wie immer gut vorbereitet. Ja. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Hey, ja, ich will, dass du neben mir aufwachst und das Sex ist schon auf und ab. Und ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur auf und ab war. Jetzt Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Hey, ja, ha, ja, ja. Oh, ja, ja, ey, ja. Ruf mir dich an, wenn du wach bist und sag, wie letzte Nacht war.
Also wenn wir merken, dass die Zeit langsam knapp wird, ne, dann spielen wir die Songs einfach alle so. Flori, bitte im Produktionsbüro. Danke. Wer? Guter Herr ist unterwegs. Alles klar, danke. Einmal, es geht schon. Ja, nach 18 Tagen Tour, gibt es hier sehr großen Bedarf, mein Lieber. Genau, es gibt ein paar Leute, die wollen komplett, es gibt ein paar, die wollen nur Bart. Und also, ich denke mal am Ende, weil es 4-5 Leute oder so. Okay. Also, ich finde immer am besten dieses Interview nach der Dings, ne? Wie beim Fußball, ne? Und wie war deine Trainingswoche? Die Trainingswoche war bis jetzt super. Ja? Hat eine leichte Verletzung gehabt. Ja. Neuzugang. Neuzugang. Ja, der Neuzugang ist jetzt im Team, ne? Heute erster Einsatz. Leider nur auf der Bank erstmal. Von Galatasaray. Ja. Also die Mannschaft nimmt top neue Spieler auf. Ja. Und ja, wenn deine Verletzung auskuriert ist, würde ich sagen, mach dich warm und dann. Mach ich. Geh mal richtig rein heute. Zufrieden mit der Einstellung? Ja, ich bin ja Spielertrainer, deswegen freue ich mich schon auch natürlich aufs Spiel und so einen starken neuen Mitspieler zu haben. Ne? Ich meine, großer Club, Galatasaray war ja vorher, ne? 15 Tore letzte Saison gemacht, hat aber nur 6 Spiele gemacht, starke Quote. Also top Neuzugang und der wird der Mannschaft helfen. Willkommen. Mensch. Hey, Quatsch, lange nicht gesehen. Hey, was geht? Hallo. Ich bin Elia. Was geht? Was ist dein aktuellster Song? Muss dir was sagen. Wie geht der? Ich muss dir was sagen. Ich hab ein Geheimnis, doch wenn ich das mit dir teile, darfst du es niemandem verraten. Ich mal es dir mit Kreide auf die andere Straßenseite in deiner Lieblingsfarbe und ich hoffe, dass du das siehst. Vielleicht schaust du kurz vorm Schlafen, ja, durch deine Jalousien. Ich glaub, ich muss dir was sagen. Das lieben wir Männer, ne? Lachen, Baba. Oh. Hat hier bitte irgendjemand noch ein Wiener Würstchen? Wiener Würstchen, oh. Was heißt noch Würstchen? Gürkchen. Ich schlaf keine Nacht vor 3 Uhr ein. Ich bin so allein. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Für uns zwei gab es wohl keinen Platz. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Frag mich, bist du grad glücklich da, wo du bist? Oder ob du mich wenigstens ein bisschen vermisst? Was machst du denn hier, Lea? Ich mach wieder wie schon das letzte Mal, damit ich mir ein bisschen sicherer bin. Auch einfach eine kleine Liste. Und doch, das haben wir drin. Das haben wir nur rausgenommen schon in Nürnberg, weil das dann mit dem Platz nicht geht. Ne? Und, ja, wir wollen ja, dass es toll wird. Ne? Und damit ich nicht so nervös bin, mache ich mir wollen so ein bisschen. Wollen wir das dann vielleicht bei der nächsten Show machen? Oder jetzt nicht? Können wir machen, ja, na klar. Das machen wir. Nee, in Leipzig nicht, da gucken meine Eltern zu. Da ja, muss ich nicht. Da machen wir One Night Stand. Da gucken, da machen wir nicht ONS. Doch, genau da machen wir es. Ja. Bin ich eigentlich auch für. Ja, man muss auch ein bisschen Mut zur künstlerischen Freiheit haben. Man muss zeigen, was man eigentlich so treibt. Nein, das macht man nicht. Mama, Papa, Oma, irgendwer, wenn ihr das seht, ich bin ein braver Junge. Oder ein Bart kratzt man halt, finde ich ganz eklig. Aber das Bart drinne, vor das Movement. Mir jetzt hier schon zu hektisch, da flippe ich irgendwann. Na, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Bist du aufgeregt? Nee. Eigentlich nicht. Das hat eigentlich relativ gut geklappt, oder? Der Rettungsmove in deinem Kopf. Was geht ab? Wie sehr hast du Bock? Ich hab ultra Bock, weil ich war eigentlich voll traurig, weil meine Festival-Saison vorbei ist. Und dann hat mir der Montes geschrieben, ob ich nochmal vorbeikommen will. Deswegen habe ich heute noch eine Show. Aber heute nochmal voll Gas. Wollte ich ganz ehrlich sagen, mein Körper geht langsam auf. Mein Kopf nicht. Aber es wird sehr hart heute für mich, sage ich euch, wie es ist. Ich gebe mein Bestes und ich wünsche euch eine schöne Berlin-Show. Heute sind viele Freunde da, viele Familie. Wir geben unser Bestes und vielleicht wird es ja besser als wir gerade befürchten. Viel Spaß euch. Ich lass dich nie los in meinem Delirium fühle ich mich frei. Und ich lass dich nie los in meinem Delirium kannst du bei mir sein. Vielleicht wach ich nie mehr auf, nein.
Vielleicht wach ich nie mehr auf, nein. Und ich lass dich nie mehr los. Immer ein Delirium, ja. Und ich lass dich nie mehr los. Immer ein Delirium, immer ein Delirium. Und ich lass dich nie mehr los. Immer ein Delirium fühle ich mich frei. Vielleicht wach ich nie mehr auf, nein. Vielleicht wach ich nie mehr auf, nein. Und ich lass dich nie mehr los. In meinem Delirium, in meinem Delirium. So Leute, jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe, Liebe, oh. Ich hab mein Herz verloren, kann das nicht mehr wiederfinden. Ich weiß, du's immer irgendwie, ob du das auch so siehst. Ich will dich lieben, wenn du mich hörst. Ich will dich lieben, wenn du mich hörst. Ich würd für dich kämpfen, und wenn ich mich dabei verletze. Ich will dich lieben, wenn du mich hörst. Wenn du mich hörst. Ich hab mein Herz verloren. Ha ha ha.